Mannheim gegen München am 46. Spieltag und das ist ein Jubiläumsspiel für Münchens Jannik Seidenberg. Er macht sein 1000. DEL-Spiel und das an alter Wirkungsstätte. Am 7. September 2001 hat seine Karriere für die Mannheimer begonnen. Es ist ein echtes Spitzenspiel. Zweiter gegen Erster, die Beste gegen die zweitbeste Offensive. Und beide Mannschaften von Beginn an voll da. Mannheim mit der ersten guten Möglichkeit. Durch Huchtala und Ben Smith dann im Nachschuss. Da war nicht einmal eine Minute gespielt. Und Daniel Fiesinger im Tor zur Stelle. Dritte Minute, Mannheim mit dem besseren Start in die Partie. Järvinen, das ist Desjardins mit Übersicht. Und Borna Rendulic mit dem 1:0. Der 26. Saisontreffer von Borna Rendulic und der hat einen Lauf. Schon im 14. Spiel in Folge punktet Rendulic und so sieht Selbstvertrauen aus. Trocken, einfach mal in den kurzen Winkel abgezogen. Schöne Vorarbeit vorher von Desjardins. Keine Chance für Fiesinger im Münchner Tor. Mannheims Trainer Pavel Groß konnte nach dem ersten Drittel zufrieden sein. Im zweiten Drittel dann wieder Mannheim mit den ersten Möglichkeiten. Das ist Lehtivuori über Huchtala. Und dann ist es Ben Smith mit dem tollen Pass auf Tim Stützle. Aber der verpasst. Ben Smith hat den Kopf oben, findet den Pass durch die Beine des Münchner Verteidigers. Aber Stützle verpasst die 100%ige zum 2:0. München arbeitete sich aber in die Partie. 40. Spielminute. Justin Schütz setzt dich durch, scheitert noch an Endras und dann ist es Gogula zum ersten und zum zweiten und Mark Kettich bringt irgendwie den Schlittschuh noch dazwischen. Riesenmöglichkeit für Gogula, der macht eigentlich auch alles richtig, aber Kettich im Stile eines Torhüters kratzt die Scheibe von der Linie. Münchens Trainer Don Jackson spürte aber, hier war noch was drin und gab Anweisungen fürs dritte Drittel. Und die sollten fruchten. Zunächst aber Mannheim mit der Chance aufs 2:0. David Wolf und Desjardins mit der Chance, die man eigentlich doch gar nicht nutzen kann. Am Ende der Puck am Außenpfosten. Wir springen in die 46. Minute. München über Mark Vokes und dann ein herausragender Pass auf Trevor Parks und der mit dem Ausgleich. 25. Saisontreffer für Trevor Parks. Aber was für eine Vorarbeit von Mark Vokes. Dieses Tor gehört zu 90% dem Mann mit der 49. Rückhandpass auf Trevor Parks. Danach München die bessere Mannschaft. 50. Spielminute. Das ist Maxi Kastner, Blake Parlett und Mauer verpasst. Toll gespielt. Schwer zu nehmen für Frankie Mauer. Diesen Pass aus der Luft bekommt er die Kelle dran, macht dann eigentlich alles richtig gegen die Laufrichtung von Dennis Endras. Am Ende fehlt nicht viel. München in dieser Phase aber dem Sieg näher als die Mannheimer, obwohl es Chancen auf beiden Seiten gab. Aber in der letzten Minute dann der ERC mit Abelshauser. Das ist Parks und das ist Chris Borg mit der Entscheidung. 52 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit. Spielen ist die Münchner gut über Abelshauser, Vokes, Parks hat die Übersicht und Chris Burg versenkt zum 2:1, dem Siegtreffer für die Münchner. Und hier sind die Stimmen zum Spiel. Hart umkämpftes Spiel, glaube ich. München ist hinten sehr gut gestanden. Vielleicht hätte man das ein oder andere Überzahl nutzen können, um vielleicht die Führung auszubauen, aber... Ja, so ist Sport, so ist Eishockey. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht heute. Ich glaube, Dienstagabend vor 13.000 Zuschauern. Spricht auch für die Liga, für das Interesse, wenn zwei Mannschaften so mit dem Kaliber aufeinandertreffen. Als ich schon gehört habe, dass es hier in Mannheim sein wird, war ich froh, dass es hier ist und nicht in einem anderen Stadion in der Liga. Wäre natürlich auch schon gewesen in München, aber ich habe schon öfters gesagt, Mannheim ist wie eine zweite Heimat für mich. Ich komme hier gern zurück und viele Freunde noch hier. Deswegen war es perfekt, heute hier mit auch noch im Sieg jetzt nach Hause zu fahren. Jannik Seidenberg gewinnt sein Jubiläumsspiel. Ein tolles Eishockeyspiel mit 2:1 in seiner zweiten Heimat Mannheim. Und die Adler nach 12 ungeschlagenen Spielen wieder mit einer Niederlage. Alle Spiele der deutschen Eishockeyliga und vieles mehr live bei Magenta Sport.